Mein Name ist Beat Bieri, ich komme von Zusimmen, bin schon hier aufgewachsen und bin sehr viel hier oben im Sparrenmoos anzutreffen, im Sommer im Springen oder im Winter im Langlöfeln. Vor 5 Jahren haben wir den Verein Sparrenmoos aktiv gegründet. Die Idee dahinter ist, dass man die Aussanlage privat von Personen betreiben kann. Das sei mit Schlitteln, Wanderwegen, Langlöfeln oder Schneeschuhtraining oder was man auch immer machen kann hier oben. Wir werden zum Glück unterstützt von der Gemeinde Zusimmen. Und vor einem Jahr haben wir den Verein ProRace gegründet. Dort ist die Idee, dass man Wettkämpfe organisieren kann hier oben. Und dadurch haben wir im März die Langlauf-Schweizer Meisterschaft für 2022 übernommen. Also mein Herz schlägt vor allem für den Sport. Sei es im Sommer, zu Fuß, Trailrunning oder im Winter, Langlauf. Das ist natürlich mein Leben. Seit dass ich kleiner Bübel bin, bin ich eigentlich im Sporteln. Eine Schweizer Meisterschaft Langlauf übernimmt man normalerweise durch eine Bewerbung. Das hat Langis, glaube ich, Bühlen gemacht und den Zuschlag auch gehabt. Aber sie hatte ein Problem mit der Strecke, wo sie nicht durch dürfen, weil es ein Naturschutzgebiet ist. Dadurch sind wir kurzfristig eingesprungen und haben dieses Event übernommen, hier oben im Sparrenmoos für 2022. Die Vorbereitungen fangen natürlich schon im Sommer an, für eine Schweizer Meisterschaft durchzuführen. Wir haben hier oben das Problem, weil man Einbahnstrasse hat und nicht gegen hochfahren kann, wenn man will. Dann muss man das gut organisieren, dass der Verkehr stimmt, dass man nicht ein Chaos hat schlussendlich. Dann muss man abklären mit den Strecken, wo geht man durch, wie viele Höhenmeter man hat, Distanzen und. Im Wettkampf selber ist eigentlich schon das meiste organisiert und man muss gar nicht mehr so viel zu tun. Die grössten Herausforderungen sind auch, dass man ein gutes OK hat. Das haben wir natürlich einen Glücksfall mit der OK-Präsidentin von Kurt Sonja, die alles sehr im Griff hat und uns auch freie Hand lädt mit den Ressourcen, dass man das selber schauen und dass man das Zeug super organisiert. Was auch ein bisschen das Problem ist, dass man genug Helfer hat, aber da haben wir das Glück, dass wir immer hilft jeder jedem und dadurch haben wir irgendwie meistens genug Helfer, ist manchmal fast ein bisschen zu viel. Die Schweizer Meisterschaften laufen ab mit zwei Teilen. Der eine Teil ist im Jänner, Mitte Jänner, wo wir eine Kurzdistanz haben. Und der zweite Teil ist dann am Ende März, wo Langdistanz sind. Kurzdistanz haben wir schon gehabt. Und da sind wir hier, weil weltgutmässig Rennen sind abgesehen worden, haben wir hier kurzfristig den Sprint übernommen. Am Samstag und am Sonntag ein klassisches Distanzrennen. Was ich noch sagen kann, zum Sprint beim Herrenfinal, ich war schon an vielen Orten, rennmässig. Was die 4 oder 6 im Final geboten haben, war eine ganz grosse Klasse. Also ich habe noch selten so ein spannendes Rennen gesehen wie hier. Was dann im Frühling noch kommt, wissen wir noch nicht genau, weil es eine Änderung gegeben hat. Normal wäre dann der Sprint, aber weil wir es da schon hatten, würde es jetzt vielleicht einen Skiathlon geben. Und ganz sicher am Samstag die Langdistanz, 30 km für Frauen, 50 für die Herren und am Sonntag die Staffel noch. Am Märzwochenende ging zum Abschluss noch ein Galaabend. Der ist am Samstag und den werden wir heute in der Simmental Arena versuchen durchzuführen. Die Idee dahinter ist dort, dass die Betreuer, die Trainer, die Läufer, die Eltern, was auch immer, Verwandte, dort einen schönen und gebigen Abschluss vom Winter haben. Es ist meistens
noch ein Barli, wo man noch ein Bierli zu nimmt. Und ich war schon dabei gewesen, wo Profiläufer noch ein Glas zu viel hatte. Aber schlussendlich ist es ging ein lustiger und gemütlicher Abend. Ich bin selber hier oben wirklich sehr viel. Wenn es eine Woche gibt, die schön ist, bin ich fast täglich da. Für mich ist das eine Welt zu lang laufen. Es gibt fast nichts Schöneres auf diesem Krug hier oben. Das Gebiet hier oben ist fantastisch mit diesen Bergen. Die Aufstiege, die Abfahrten. Ich kann fast nichts Schöneres haben. Und im Sommer ist sicher empfehlenswert, einmal zu kommen. Das ist ein riesenschönes Gebiet. Mit der Aussicht, die wir hier oben haben, fantastisch. Langlaufprofi, ich habe das Gefühl, dass jeder Bübel, der etwas spörtelt werden. Und das hatte ich eigentlich auch im Sinn gehabt. Und habe viel investiert. Aber ich war einfach zu langsam. Ich hatte sicher relativ gute Rennen, aber für einen Swiss-Kader hat es mir leider eben nicht ganz gelebt. Aber ich spürte die letzten 50 Jahre, bin ich hier oben am Langlaufen. Und das so stimmt, das ist sicher gut.